So, ich frage mich gerade, ob wir uns entspannt zurücklehnen können, denn wir haben die Sofrons hinter uns gelassen, punktemäßig und auch das Imperium. Aber das allein heißt ja nichts. Wir müssen auch noch die Akademie-Quest bewältigen und da müssen wir 7 Magnetsysteme freihalten von den Fanatikern der Akademie, die die Galaxis ins Unheil stürzen wollen, indem sie riesige Kreaturen, alte Kreaturen, die Verlorenen zurückrufen wollen. Und da ist sehr ungewiss, ob das der Galaxie wohl guttun wird. Wahrscheinlich eher nicht, schätze ich mal. Aber ja, das ist die Situation und wir bekämpfen halt die Sofrons bis aufs Blut, beziehungsweise bis auf die Schaltkreise wohl eher. Denn das sind ja eher so Roboter-like People. Ja. Ja, wir belagern gerade Bota, das Hauptsystem der Sofons, mit einer Bodenschlacht-Invasion. So, wie viel Verteidigung haben sie denn noch? Steht das dort? 57%, ja. Hat schon merklich gelitten. Gar nicht schlecht. Da fliehen sie, die Feiglinge. Okay, dann geht's mal weiter. So, kann ich in die nächste Runde gehen? Ja, wenn ich so blöd frage, dann wahrscheinlich schon. Von da ist die Luft rein. Bellatrix. Unsere jüngste Eroberung. Da lungern die Menschen rum vom Imperium. Die sind in unserer Allianz. Die dürfen wir nicht angreifen, aber ich finde es etwas verdächtig, dass die da so sich immer sammeln bei mir. Haben die nichts Besseres zu tun? Naja, kleine Schiffe, halb so wild, denke ich. So, dann gehe ich mal in die nächste Runde. Mal gucken, was passiert. Ah, wir haben einen Neutronenstern übernommen, einen zusammenbrechenden Stern, der uns mehr Einfluss und mehr Wissenschaft pro Population. Hey, was passiert denn da im Hintergrund? Wahnsinn. Ich traue mich gar nicht nachzusehen bei so vielen Meldungen. Ja, mehr Forschung, mehr Einfluss. Wir haben Forschung abgeschlossen. Ich bin gerade so ein bisschen auf Dust-Verbesserung, mehr Einnahmen. Aber da wir den Markt jetzt auch mit Steuern wie sagt man, besteuern können, genau, verbessert sich die Finanzlage doch erheblich in letzter Zeit. So, die Bauschleifen. Haben auch ordentlich Output. Die Bevölkerungseinheiten wachsen munter vor sich hin. So, was heißt denn das jetzt? Das Team der Verteidiger, das sind wir, hat das System Cepheus zerstört. Der Status quo in der Galaxie wird aufrechterhalten. Aha, wir haben also ein Magnetsystem gesichert. Also ein Erfolg. Okay, dann geht die Bodenschlacht weiter. Wir haben jede Menge Verstärkungen. Und die haben mehr Flugzeuge und mehr Panzer. Ich hatte letztens die Guerilla-Taktik angewandt, da schone ich ein bisschen meine Truppen, allerdings verursache auch etwas weniger Schaden bei den Verteidigern da unten, bei den Sofons. Aber das schien eigentlich gar nicht schlecht zu sein, deswegen mache ich das mal weiter so. Guerilla-Taktik, die zweite.
Vielleicht ein bisschen schneller. Haben wir schon ein paar Mal gesehen. Die Bodenschlacht. Knapper Sieg. Ja, die Rissgeborenen möchten Frieden haben. Ja, wir machen uns mal auf ein Angebot gefasst. So, das ist jetzt nochmal die Bodenschlacht. Ja. Ich denke, es kann so weitergehen und vielleicht brauchen wir auch keine Verstärkung ranholen. Ja. So, wir haben Cepheus gesichert, das war da oben. Das heißt, wir können... Das ist also an uns gegangen, wir können jetzt... die Heldenflotte weiterschicken und vielleicht noch ein System irgendwo sichern. Deswegen schicke ich jetzt erstmal die Flotte nach Olvaldi und von da aus kann ich vielleicht ja irgendwo hinspringen, wo ich möglichst schnell rankomme. Merob, da bin ich schon. Worta, wieso sehe ich da keinen Fortschritt? Das sind doch die Fanatiker. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, warum da kein Balken erscheint für die Fanatiker. Die sind da nämlich schon ein paar Runden. Ist das überall so? Lyra gehört fast uns. Hier, da ist genau das Gleiche. Ja, wie gesagt, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Oder der Fortschritt bleibt uns verborgen. Das kann natürlich auch sein. Dass das außer Sichtweite ist. Auf jeden Fall dürfen wir die Kräfte dort angreifen. Sabel ist zum Beispiel gar nicht weit weg. Das heißt, ich müsste wohin springen? Da oben wäre ein Piratensystem. Ja, vielleicht wäre es hier am besten hinzuspringen und dann über die Starlanes mich zu nähern. Probiere ich es mal. Ich hoffe, das geht gut. Also ich springe in das Piratensystem und von da aus dann nach Sabel. Ach, da bin ich ja schon, genau. So, ich setze mal den Kurs. Ist ja Imperiumsgebiet, also hier dürfte ich eigentlich nicht angegriffen werden. Was haben wir denn da für Schiffe, bevor ich da in mein Unheil... Klein. Klein, ja, kleine Schiffe, also sollte klappen. Dauert allerdings 4 Runden, aber gut. Vielleicht klappt es ja. Lyra ist fast auch in unserer Hand, ja, kann so weitergehen. Ich bin zufrieden. Da ist ein Scout angekommen im Piratensystem. Was wollte der dort? Fund. Ist noch zu besiedeln? Ja, wäre zu besiedeln. Dann, wenn er nicht weiß, was er tun soll, kann er mal so ein paar Sonnen rumschicken hier. Ja, macht Sinn. Aufklärung ist alles. So. Dann Zug beenden. Preise steigen, Bauwerke können gebaut werden. Blockierte Handelsrouten, okay, passiert immer wieder. Einen Ansammlungsbonus erhalten für die Pulsos. Das ist gut. Die Pulsos bieten nämlich mehr Wissenschaft und ein bisschen mehr Industrie. So, was brauche ich denn auf Hadar? Hadar, ja. Kein schlechtes System, macht nur ein bisschen miese bei Dust.
Aber insgesamt verdienen wir immer noch, ja, ganz okay. Wir haben auch ordentlich was auf dem Konto jetzt, sehe ich gerade, 17k. Wow. Wir können ein neues Tochterunternehmen errichten. Das bringt auch ein bisschen mehr Handelseinkommen. Was haben wir denn hier? Zentrum zur Bekämpfung von Dustschmuggel. Ist auch was Neues. Jo. Das bringt... Boah, hallo? Ach, das ist ein Wunder. Genau. Ja gut, das ist ein Wunder. Das würde uns wahnsinnig viel Handelseinkommen bringen, wenn das fertig ist. Aber es dauert noch. Da sollte ich die Produktion vielleicht vorher noch ein bisschen... Kann ich das beschleunigen? Nö, eigentlich nicht. Nee. Na gut. Ich lasse es einfach mal so. Dominik Havanen. Dominik, was willst du besser können? Der ist auf Syrma. Syrma, mehr Produktion. Pioniergeist, ja hier, das wäre nicht schlecht, mehr Produktion, genau. Bitte? Verwerfen? Nee, ich wollte doch eigentlich... Ach, muss ich erst bestätigen. Genau, so jetzt. Das Programm merkt auch alles. Aber besser so, als wenn alles durch die Lappen geht. So, dann nächste Runde. Moment, bewegen. Genau, bewegen. Nicht vergessen. Geht hier nicht automatisch. Leider. Ach so, die Bodenschlacht muss ich noch ausführen. Mache ich dann jetzt mal auf nicht zu sehen. Das wird ja irgendwann auch langweilig. So, fortsetzen. Ja, die leiden eigentlich ganz gut. Nicht schlecht. Andromeda, das zweite Magnetsystem erobert. So, jetzt wird auch hier ein Held frei. Obbot. Den könnte ich jetzt wieder zurücksenden. Nachher erstmal hier rüber. Und dann schaue ich mal, wo er vielleicht hin könnte. Dauert eh noch ein bisschen. So. Was haben wir denn hier für untätige Schiffe? Jo, jede Menge. Aber ich beende den Zug. Oh, wer genau, Auriga Nova konnte noch produzieren. Gar nicht schlecht in Wissenschaft. Dann gibt es noch mehr Wissenschaft. So, weiter geht's. Tja, wehren sich die Sofrons noch einmal oder strecken sie die Flügel? Idros kann auch bauen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich könnte noch irgendwie eine böse Überraschung erleben. Hä? Ist das hier für eine Liste hier? Wahnsinn. Handelsrouten blockiert. Bevölkerungswachstum. Merob, das dritte System. Ist gesichert. Das vierte? Wow, was ist denn das? Oh. Wieso sieht das so anders aus? Hä? Dieser Planet wurde zerstört. Die anderen wurden aber nicht zerstört, oder? Sehr merkwürdig.
Muss ich mal vergleichen. Was ist denn das für eine Warnungsliste hier? Das kann ich erstmal hier abarbeiten. Idrus. Wow. Fast 2000 Wissenschaft. Was kann ich denn da? Noch produzieren hier? Hm. Schwierig. Hm. Ja, eigentlich alles soweit, wie es sein sollte. Auch schon Überbevölkerung. Also vielleicht müssen wir doch mal besiedeln noch, genau. Oder halt ein System erobern. Oder beides. So, ja, dann gehe ich mal so lange hier auf Forschung. Wenn ich nicht weiß, was ich produzieren soll, dann lieber... The time has come. What? My time has come. Wie? I do not regret a single moment. I still believe in my cause. Enough to die for it. So. Quest. Die Akademie-Quest Teil 2. Ist abgeschlossen und wir haben das Ziel erreicht. Vernunft und Rationalität haben gesiegt. Der wirre Traum eines wahnsinnigen Fanatikers wird nicht Realität. Isiandas Truppen wurden besiegt und der Plan, mächtige außerirdische Kreaturen in die Galaxie zurückzubringen, wurde vereitelt. Die Verlorenen werden verloren bleiben, die Galaxie hingegen bleibt vorhersehbar. Ja, das heißt, ich bekomme Allmacht, 20% mehr Ressourcen, die Helden leveln 4 Stufen auf und ein, was ist das, Modul? Ja, ein Waffenmodul, was 20% kritische Treffer mehr verursachen kann. Ja, das hat sich gelohnt. Teil 1 ist ja gescheitert, aber Teil 2, ja, voller Erfolg. Die Akademie-Quest ist abgeschlossen. Die Visionären, vielleicht auch wahnsinnigen Pläne von Isiandar, Shumet brachen in sich zusammen und seine Akademie wurde zerstört. Die Verlorenen werden nicht zurückkehren. Die Zukunft der Galaxie wird von weniger bedeutenden Species geschrieben werden. Ob zum Guten oder Schlechten, die alten Götter weilen nicht mehr unter uns und die Völker des Multiversums schreiten allein voran. Galaktische Effekte. Helden können nun wieder vom Markt rekrutiert werden. Nicht aus der Akademie. Isiandas Verbündete, das Verteidigerteam, ja, sind wir ja eigentlich, können keine Helden mehr rekrutieren. Wir kriegen mehr Personal pro Schiff im Orbit von Magneten. Aha. Wir können keine Helden mehr rekrutieren? Hm. Das sind ja wir. Obwohl, ist sie anders Verbündete? Moment, waren das nicht die Fanatiker? Eigentlich schon. Es wäre auch unlogisch, wenn wir die Quest erfolgreich bewältigt haben und dann Nachteile hätten. Okay, das werde ich mal nachschauen. Wow, neues Ereignis, Allmacht. Wir kriegen bis zum Ende der Zeit 20% mehr Ressourcen. Nach einer Zeit des Chaos und der Aufruhr ist deine Allianz nun die stärkste Macht der Galaxie. Du wirst mit Tributzahlungen, Waren und Urdust überschüttet. Wow, jetzt kriegen wir aber hier voll die... Ja, genau, die Helden leveln ab. Alle.
Okay, das ist natürlich eine Menge Arbeit. Das werde ich mal in der, werde ich mal offscreen machen. Da will ich auch mal ein bisschen tüfteln. Da wäre ich ja jetzt eine halbe Stunde am Upleveln hier. Die Macht der Akademie erhöht sich. Hat Stufe 8 erreicht. Helden beginnen mit Stufe 8. Okay, das können wir abhaken. Okay, dieses Aufleveln wollte ich offscreen machen. Neues Ereignis Herrschaft, das haben wir auch als Belohnung bekommen. Genau, das war das Upgrade der Heldenstufen um 4. Ach ja, die Bodenschlacht. Wird fast zur Nebensache hier. Sind die geschlagen? Sieht so aus. Jo, boah, so schnell ging das jetzt? Wahnsinn. Ja, besetzen auf jeden Fall. Ja, es kann natürlich sein, dass unsere Allianz jetzt demnächst oder jetzt schon gewinnt, wenn wir das System einnehmen, weil ich habe ja nur den Eroberungssieg zugelassen. Mal gespannt. Systemrelikte, zerstörtes Niemandsland. Beschädigte Kampfzone. Achso, das ist glaube ich auch neu in der Version 1.3, dass jetzt Schlachten auf der Karte vermerkt werden. Also quasi eingetragen werden. Und auch Überbleibsel da zurückbleiben. Meine ich zumindest. Aber das System gehört uns, Bota. Und die Sofons. Ja, die haben noch, okay, die haben noch genügend Punkte, 1300, aber sie haben natürlich jetzt ihr Hauptsystem verloren und ja, geschlagen sind sie noch nicht. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt als nächstes ja, Hydrus oder Fund einnehme, dann ja, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die besiegt sind, die Sofons. Wow. Ja, aber hier, das genau, das sind die zerstörten Magnetsysteme. Sehr schön zu sehen hier. 4 Stück. Ne, alle jetzt. 7 an der Zahl. Ja, mit diesen euphorischen Ereignissen oder Euphorie auslösenden Ereignissen vielmehr, beende ich mal diese Folge, denn ich habe viel zu tun, wie man sieht. Ich muss alle meine Helden um 4 Stufen aufleveln. Wahnsinn. Aber der Sieg ist noch nicht ganz unser, aber ich denke mal, ja, das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Wenn die Allianz zusammenhält, dann haben wir alles, das hier und das hier erobert. Ja. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ciao, der Argonaut. Man sieht sich.